Minecraft. Willkommen zur nächsten Folge Minecraft Sky Factory auf dem FTP Launcher. Ja, letztes Mal war ja sehr erfolgreich. Wir haben viele Ressourcen gefarmt. Und heute baue ich die Plattform weiter. Drüben. Also da hinten. Machen wir so, dass wir das hier noch haben. Weil hier soll ja mein Haus hin. Ich muss gerade mal zählen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28. 28 Blöcke müssen wir rausgehen. Ah, Essen. Wir haben immer noch kein Essen. So, 28, musste mich gerade ein bisschen konzentrieren und habe gerade auch nochmal einen Adrenalinstoß bekommen, indem ich über den Block rausgelaufen bin. Aber ich habe ja Shift gedrückt, ja? Mir kann ja eigentlich nichts passieren. Müssen noch ein paar Blöcke. Immer noch. Das könnte passen. Wir machen mal einen weniger, falls wir uns vertan haben. Dann haben wir nämlich nicht so viel zum Abbauen. Und wenn es doch nicht die Reihe ist, sondern die rechts daneben, dann können wir die einfach auffüllen. Ja. Wie gesagt. So ist es viel besser, wie wenn wir uns verklickt haben und wir da eine ganze Reihe abbauen müssen, weil das Holz geht ja dann auch verloren. Deshalb war das viel geschickter. Ja, haben wir mit dem Köpfchen gedacht. Ja, es verklicken. Ich wollte mal noch gucken, ob wir hier den anderen Builders Wand haben. Und, ja, den richtigen Builders Wand haben wir hier. Ne, Stone Wand. Ah, doch, hier. Builders Wand. Aber da brauchen wir eben Unstable Ingot. Und bis dahin brauchen wir noch eine Weile. Vor allem, weil ich den auch noch nie gemacht habe. Ja, ich habe mich. Auf Minecraft City hat es alles Mavier für mich übernommen. Der hat mir das dann einfach irgendwann mal zugesteckt, hat gesagt, hier, nimm mal. Voll cool. Ja, eine Axt müssen wir uns gleich nochmal craften. Oh, weil wir verklicken uns die ganze Zeit. Ja, holen wir uns eine Axt und schlafen mal eine Runde, weil ich will ja nicht, dass die Monster mich töten. So, also Axt machen. Machen wir aus Eisen, aus Stein, nicht Eisen. Essen haben wir immer noch nicht. Ich hoffe, dass die Melonen hier mal endlich ein bisschen zulegen an Geschwindigkeit. Dann können wir nämlich, haben wir endlich wieder was zu futtern. Ja, wir brauchen ziemlich viel Birkenholz.
Aber wenn ihr euch mal überlegt, ich würde das an dem jetzigen Spielstand mit Steinen machen wollen, da wüsstet ihr, wie lange ich damit beschäftigt bin. Nämlich ungefähr 10 Millionen Trilliarden Jahre. Ja, ihr wisst ja, dass ich Skyblock mag und deshalb finde ich es cool, dass hier auf dem FTB-Launcher so ein Modpack zusammengestellt wurde. Das gefällt mir richtig gut. Und ich finde es auch gut, dass die Entwickler sich da Gedanken machen, was die Leute eventuell gern spielen und da dann auch Abhilfe schaffen, ja? Oder da sowas zusammenstellen, damit die verschiedenen Leute, die das spielen, auch ihre Anreize befriedigt bekommen. So. Mal gucken, ob wir die Plattform sogar fertig kriegen. Vor allem darauf an, wie viel Birkenholz wir haben und ob das reicht. Weil das ist nicht nur ein bisschen. Aber so bin ich halt. Ich baue halt immer gleich so mega groß. Nein! Ja, in der Zwischenzeit wachsen hier auch wieder Birken. Birken. Das ist ja ganz gut, dann hätten wir im Notfall hier noch ein paar Bäumchen, die wir abholzen können. Aber ich wage die Behauptung aufzustellen, dass das reicht. Bin mal selber gespannt, ob das stimmt. Aber es sieht gut aus. Sieht wirklich gut aus. Deshalb glaube ich auch, dass es passt. Nein, nicht verklicken. Mann, jetzt habe ich es wieder so lange ohne geschafft. Und dann kommt immer wieder ein Block. Und kurz darauf der nächste, den ich mich verklick. Ist es geschafft. Nein, das muss doch nicht sein. Juhu. Es hat gereicht. So, jetzt will ich hier noch so eine
Ding hinkriegen, eine Rundung. Mal, dass es klappt irgendwie, dass es als Rundung zu erkennen ist. Nee, das ist zu wenig. Muss ja, glaube ich, so anfangen. Also man kann das ganz gut auf der Minimap danach gucken, ob das relativ rund ist oder nicht. Na, aber da habe ich jetzt Kacke gebaut. So, jetzt sieht es schon besser aus. Ja, jetzt kommt es an der Rundung ran. Also, was habe ich da jetzt gemacht? Zwei raus. Dann so. Manchmal geht dir da richtig die Pumpe, wenn du denkst, oh scheiße, jetzt fällst du runter. Also zwei raus, dann eine und dann zwei rein. Zwei raus, dann eine, zwei rein. Ist hier. So, jetzt muss ich ein bisschen zurückgehen, damit ich auf die Minimap gucken kann. Warte mal, die können wir doch sogar vergrößern. Ich glaube, das mit den drei passt. Habe ich die hier gemacht? Ja. Das heißt, der hier kommt wieder weg. Und dann war's. Dann war's das. Super. Dann machen wir mal hier F7 an. Und dann platzieren wir noch ein paar Fackeln. Weil sonst haben wir hier nächstes Mal ja, so 2, 3, 4, 5 Millionen Monster hier stehen. Kann auch gut sein, ich weiß. Aber auch die Monsterfalle, die kommt ja noch. Die kommt, die kommt. Ja. Keine Bange. Hä? Platzieren wir einfach da mal. So, für den Moment sollte das reichen mit Ausleuchten. Jetzt müssen wir dasselbe auf der anderen Seite noch machen. Jetzt ist schon wieder gleich ein Tag um. Zwei rein, zwei rein. Es wird nämlich schon wieder Nacht. Beziehungsweise es ist schon wieder Nacht. Hoffentlich kommen jetzt keine Monster. Ja, ich will jetzt die Plattform da voll fertig bauen. Deshalb werde ich das jetzt auch voll kurz machen. Das dauert ja nicht. Warum habe ich schon wieder 2W hier drin? Ich habe immer 2W im Ding. Ich weiß auch nicht.
Keine Ahnung, wie die da immer reinkommen. Ich muss ja noch mal gucken, wie ich das genau gebaut habe. Dass ich das auf der anderen Seite genauso mache. 2 und dann 3. Okay. Oh, und ich Hunger. Hoffentlich wachsen die Melonen mal ein bisschen schneller. Ja. So. So sieht es doch gut aus. Jetzt habe ich keine Fackel mehr. Aber ist egal. Wir haben ja noch Kohle, ja. Es ist ja nicht so, dass wir uns keine Fackeln machen können. Das können wir. Eins, zwei, drei. So, fertig ist die ganze Geschichte. Die große Gebäudeplattform, ja. Hier soll ein Haus drauf. Vielleicht mache ich hier auch einen Stall oder sowas. Bisschen schade, dass ich hier alles auf eine Ebene baue, oder? Sorry. Hier jetzt noch schnell. Brauche ich mich gar nicht so bauen. Oder? Lass mich kurz überlegen. Ich will ja noch eine Plattform bauen, wo ich Seeds und so anpflanze. Damit wir hier mal ein bisschen was mit Nahrung machen können. Ich habe hier noch den Donut und sonst eigentlich nichts mehr. Ah, und dazu müssen wir ja, warte mal, wir müssen einen Block nach unten gehen. Geschafft. So. Ja, wir müssen hier einen Block nach unten, weil wir müssen ja irgendwo noch das Wasser platzieren. Kreis. Ja, da gibt es ein cooles Tool im Internet, das werde ich mir jetzt nochmal genau angucken, dass ich weiß. Aber wir machen hier mal 15. Damit ich weiß, wie ich bauen muss.
ich brauche was zu essen. Was wollte ich jetzt machen? Fackeln. Fackeln wäre gut. Wäre eine gute Idee. So. Also wie gesagt, hier kommt noch eine Plattform hin. Für Essen. Na. Hauptsächlich natürlich für Getreide. Und das werden wir in der nächsten Folge machen, weil wir sind schon wieder über 20 Minuten. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, Minecraft.